Heute erklärt uns ein Experte, wie man die Rohre der Deckenheizungsplatten verpresst und richtig nachbereitet. Also schaut euch das folgende Video an, wenn es euch interessiert. Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in den eigenen vier Wänden. Heute haben wir Experten zu Gast, und zwar den Herrn Juncker von der Firma Juncker, der die Platten der Firma Variotherm in Deutschland vertreibt, und den Herrn Keul von der Wärmepumpentechnik Keul. Und diese beiden erklären uns, wie wir eigentlich mit den offenen Rohrenden der Deckenheizungsplatten umgehen müssen. Richtig. Dennis wird die Chance bekommen, das Ganze einmal auszuprobieren, wie das funktioniert, mit dem Pressen unter Aufsicht natürlich, sehr wichtig. Und dann werden wir auch noch darüber aufgeklärt werden, was im Nachhinein mit den Pressstellen passiert. Nämlich wurden wir schon informiert, dass wir da ein Schrumpfband nutzen sollten, um diese Metallverschlussstücke sozusagen zu umwickeln, um die davor zu bewahren, kalt zu werden, um potenzieller Kondenswasserbildung vorzubeugen. So, dann werde ich jetzt mal diese Rohre abschneiden. Herr Juncker, Sie können mir einfach erklären, wie es geht. Wo hast du die abgeschnitten dann? Hier einfach irgendwie, ne? Das ist halt. Das passt! Ich mach die Steine, wird näher dabei. Sieht aber stumpf hier. Macht das Rohr ganz schön oval, ne? Ja, ja. Man das auch sehr gut, dass, man, dass es ganz wichtig ist, ja, im Prinzip das zu kalibrieren. Da haben wir hier den Kalibrierer. Ne? Das heißt, den ist mir wichtig, der hat hier noch einen Schneid, wo praktisch auch eine Innenphase entsteht. Wichtig ist, den nicht nur so ein bisschen reinzustecken, oh, das geht mit dem gar nicht. Das ist so stumpf. Der Schneide ganz bis reindrehen, bis zum Anschlag praktisch, dass wir auch innen dann die Phase haben. Na, wenn man es dann rauszieht, sieht man das schön. Ziehen Sie mal vorsichtig raus, dann fällt das schon noch runtergefallen. Dann hängt hier eigentlich dann sogar wirklich der Span dann an dem Gerät. Ja. Ein klein bisschen immer drehen die Schere beim Schneiden. Okay. Ja, dann kann ich auch so drüben, das glaube ich besser. Dann stehe ich das halt so seitlich mal im Steinstapel. Ja, einmal reinstecken. Genau. Ja, mal perfekt. Wenn man es rausziehe, dann sieht man auch, dass der Span wieder runterfällt. Ja, genau, da hängt er. Ne? Dann kann man jetzt praktisch die schön biegen, dass die schon gegeneinander stehen. So, ne? Ja. Ungefähr. Und dann kann man die draufstecken. Auch da ist ganz, ganz einfaches System. Wir haben hier ein Loch in dem Verbinder hier vorne. Da sehen wir dann innen das orange Rohr. Da sieht man, wenn man jetzt guckt, da ist es ganz reingesteckt und da ist ja noch schwarz. Das heißt, ich kann immer kontrollieren, dass das Rohr auch wirklich ganz drin steckt. Und das ist natürlich wichtig bei der Verpressung. Dann die zweite Seite mit reinstecke. Ich stehe fast zu weit weg. Okay. Genau, ganz drin. Und dann kann man es pressen. Ja. Die Pressbacke selber hat jetzt auch eine Kontur. Das heißt, wenn man sie aufmacht, man sieht hier außen einen tiefen Riss. Ja. Und der setzt sich quasi über den Kunststoffring. Das heißt, ich kann einmal nach die Seite und die Seite pressen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe, setze die hier an dem Kunststoff. Und dann einfach nur einmal Gas geben, bis die Zahl ganz geknöpft ist. Na, und dann ist das schon fertig, genau. Wichtig ist, dass die Zange vorne am Ende der Verpressung zu ist. Dass er auch richtig gepresst hat, nicht zu früh aufhören. Na, genau. Okay. Und das ist es schon. Super. Fertig und dicht. Und dann kann man das ein bisschen nach oben richten, dass es da nicht im Weg ist. Und so kann man dann peu à peu, eins nach dem anderen, verpressen. Ganz einfach. Achso, hinten machen und bleibt. Ja, ich dachte, ja. Okay, gut. Ja. Ja, schön sauber abschneiden. Immer gucken, dass man schön rechtwinklig ist. Genau. Perfekt. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ne? Dann brauchen wir das Kalibrierwerkzeug, dass das Rohr innen auch etwas angefasst wird, dass die O-Ringe vom Verbinder dann nicht beschädigt werden. Das heißt, wir gehen dann wirklich hier ganz bis zum Anschlag rein, einmal drehen, dass das schön rund ist. Und wenn man es rauszieht, wenn man es vorsichtig rauszieht, sehen wir es vielleicht sogar, dann sieht man hier, hängt dann der kleine Span, ist dann hier drin im Loch
und der fällt dann beim nächsten Mal quasi dann auch wieder raus. Na, da haben wir den. Wie schlimm ist das, dass das jetzt nicht kommt? Also Kerzen gerade 90 Grad ist? Das ist nicht so schlimm. Das ist gar kein Problem. Dann haben wir es nicht hundertprozentig. Also man kann das auch erst hinbiegen schon, dass man das Rohr praktisch mehr nicht im Bogen abschneidet, sondern am geraden Stück, dann würde ich nicht auch wieder gräben. Aber das passt so schon. Ja. Ups. Na, jetzt haben wir den Verbinder. Der hat hier praktisch so Öffnungen, Löcher. Das heißt, dann sehe ich auch, wenn das Rohr ganz drin steckt. Sieht man jetzt, wenn ich es draufstecke? Schön bis zum Anschlag rein, dann sieht man dann das Loch. Sehen Sie es von da drüben? Ich sehe es nicht mehr genau. Da sieht man dann, dass das quasi schön drin steckt, das Rohr, bis zum Anschlag. So. Na, und dann biegen wir das so hin. Dann nehmen wir die zweite Seite auch mit dazu. Jetzt ist er drin. Sieht man das, dass das Rohr ganz drin ist, und dann wird es einfach verpresst. Ansetzen. Wichtig ist, dass die Presskammer oben ganz zu ist, dann ist es auch ordentlich verpresst, mehr geht nicht. Okay. Wo man vielleicht noch ein bisschen darauf achten soll, dass man die richtigen Rohre miteinander verpresst. Ne? Dass man dann wirklich auch, wir haben ja hier quasi die Zuleitung, die geht praktisch dann in diese Platte rein. Genau. Ne? Praktisch das dann. Und dann geht es von Platte zu Platte, zu Platte, zu Platte, und dann geht es auch wieder zum Verteiler mit dem Anschlussrohr zurück. Und das ist die ganze Kunst. Perfekt. Ja. Wenn man jetzt mit der Deckenheizung kühlen will, dann werden diese Verbinder nochmal mit einem Kaltschrumpfband abgewickelt, damit eben, wenn Kondensat entsteht, nicht an dem Metall oder nicht an dem Metall nicht zu früh Kondensat entsteht. Und das müssen wir aber erst machen, wenn abgedrückt ist, dass wir auch wissen, dass die Verbindung hundertprozentig dicht ist. Sind wir uns sehr sicher, dass sie dicht ist, weil die ist einwandfrei gepresst. Aber man prüft das natürlich nochmal, bevor man es dann versteckelt in der Decke. Ja. Gut. So, mittlerweile sind alle Stellen verpresst. So sieht das Ganze aus. Hier ist der Eingang für den einen Heizkreislauf. Und dann sind die Platten alle schön miteinander verbunden. Ich gehe mal durch. Alles schön ordentlich verpresst. Ja, das haben wir zugegebenermaßen nicht selbst gemacht, sondern machen lassen. Einfach um ganz sicher zu gehen, dass da auch wirklich kein Wasser austritt. In einem zweiten Schritt brauchen wir jetzt dieses Schrumpfband, mit dem wir diese Metallverbundstücke einmal umwickeln, damit das alles schön wasserdicht ist. Schneidest du das jetzt mit der Schere? Ja. Du hast mir so eine schöne Fiskars-Schere geschenkt. Diese Schere funktioniert einwandfrei. Das ist vor allen Dingen nachhaltig, Schatz, weil nämlich die ist gebrochen. Die haben, glaube ich, die Kinder zerstört. Die hattest du zu Hause entwendet und damit kann man voll gut schneiden. Dann stört es auch nicht, dass das hier gebrochen ist. Naja, auf jeden Fall werde ich da jetzt so kleine Stücke abschneiden. Ungefähr die Länge hier. Und werde einmal diese Verbundstellen großflächig umwickeln, sodass diese Metallteile auf jeden Fall gut abgedichtet sind. Und das mache ich jetzt einmal im ganzen Haus. Und so sieht das dann aus, wenn alles fertig ist. Die Caro war ganz fleißig und hat tatsächlich jede Pressstelle schön sauber mit dem Kaltschrumpfband umwickelt. War es viel Arbeit, Baby? Ja, schon. Ne? Also das hat jetzt locker 3 Stunden gedauert. Ja. Aber an manchen Stellen kommt man auch echt schlecht dran. Manche Stellen sind blöd, aber eigentlich sind die meisten Stellen einfach und es ist auch nicht so schlimm mit diesem Überkopf, weil du mit der Leiter relativ hoch an die Decke drankommst. Also ich habe jetzt keine Genickstarre, bis auf diese paar Stellen, die echt blöd sind, weil man wenig Platz hat zu hantieren, war das eigentlich in Ordnung. Und jetzt
zeigen wir euch, was die Firma Coil in der Zeit alles gemacht hat. Die hat nämlich den kompletten... Sie hat echt deine Brille abgezogen. Ja, ich habe sie abgezogen, ja. Ich will. Und weißt du, Frauen sind mit der Brille ja irgendwie ein bisschen hübscher und... Stimmt. Ist ja egal. Auf jeden Fall zeigen wir euch, was die Firma Coil in der Zeit alles gemacht hat. Und zwar, ja, eben den ganzen Heizkreislauf komplett gelegt. Wir gehen mal hin in den Schacht. Und hast du, zeigen wir auch die Wärmepumpe? Ja, die können wir auf jeden Fall zeigen. Ich würde fast sagen, dann machen wir ein eigenes Video. Ja, stimmt. Aber die Wärmepumpe ist so mega toll. Die wertet unseren Keller gerade so auf. Oder vielleicht wertet sie ihn auch ab, weil sie so mega fancy futuristisch aussieht und unser Keller so abgefuckt ist noch. Worauf ich mich aber total freue, man kann mit der Wärmepumpe, warum läufst du weg von mir? Man kann mit der Wärmepumpe das Haus praktisch fernsteuern mit einer App. Das ist voll toll, weil ich könnte jetzt, wenn ich aus dem Urlaub komme, oder wahrscheinlich wir, weil ich nicht alleine in Urlaub komme. Eigenes Video, Baby. Eigenes ja, okay, Video. Ich höre auf zu reden. Eigenes Video, es kommt. Und jetzt kommen wir zu dem Heizkreisverteilern. Sieht extrem kompliziert aus, sind auch alle schön beschriftet. Und von unten kommt das Warm, also das Heizwasser und das auch das Warmwasser hoch und so weiter. Und hier wird es dann verteilt. So viel kann ich nicht dazu sagen. Ich guck mal ganz kurz. Also hier bei diesen Anzeigen hier, hier steht quasi so ein Schwimmer drin und der zeigt an, wie viel Liter pro Minute durch die Rohre laufen. Und ja, diese ganzen Rohre laufen dann in die einzelnen Heizkreise, in die Platten. Wir haben hier ja einen Schacht gelegt, der ungefähr 60 cm breit ist und deswegen haben wir zwei Heizkreisverteiler da reingehängt. Man hätte auch einen großen nehmen können, der müsste dann aber irgendwie unter die Decke oder auf Putz oder sowas. Und so in dem Schacht finde ich das sehr angenehm gelöst. Na, wir können nochmal... Hast du gesagt, dass wir es so lösen mussten, weil es ein Problem gab? Ja, ein richtiges Problem. Nein, richtiges aber Problem es, war, nicht. Es gab aber ein Missverständnis, weil wir gar nicht wussten, ja, dass das eigentlich ich dachte, dass dieser 10er Heizkreisverteiler da reinpasst. Das ist alles. Ne? Dann haben wir halt vorher gedacht, so scheiße, der passt gar nicht rein. Und dann haben wir einfach zwei 5er genommen. Ist jetzt auch kein großes Problem gewesen. Und ich finde es so einfach viel schöner, also besser gelöst, Baby, oder? Ja, das sehe ich auch. Wir stehen jetzt hier gerade im Wohnzimmer und man muss sagen, es ist total angenehm warm zum Arbeiten. Wir hatten am Anfang gearbeitet mit einer Vorlauftemperatur von 35 Grad. Das hat uns der Herr Keul so erklärt, weil sich ja auch erstmal die Mauern mit aufheizen mussten. Das Haus war ja die ganze Zeit nur so auf maximal 12 Grad hochgeheizt. Es wurde dem Dennis dann aber relativ schnell viel zu warm. Das heißt, er ist dann auf 25 Grad runtergegangen und trotz dieser Reduzierung um 10 Grad ist es hier drin super angenehm zu arbeiten. Was ich bis jetzt sagen kann, ist, dass die Wärme sehr, sehr angenehm ist. Man merkt gar nicht, dass es von der Decke kommt. Auch ich habe ja die ganze Zeit an der Decke gearbeitet, um diese Rohre zu umwickeln. Und es war nicht wärmer an der Decke, als es jetzt hier unten ist, was mich total fasziniert. Ne? Die Platten sind auch gar nicht richtig warm. Ne? Nee. Also sie sind natürlich, wenn man es vergleicht, ja, sind sie natürlich wärmer als die Zwischenstücke, die wir schon woanders dran gemacht haben. Aber es ist halt nicht vergleichbar mit einem Heizkörper. Ne? Nee, wenn man an einen Heizkörper ranfasst, ist der ja total heiß. Und bei den Platten merkt man das gar nicht so richtig. Und das war ja so meine große Angst bei der Deckenheizung initial, dass ich dachte, oh mein Gott, dann ist das da oben irgendwie so warm, das ist doch nicht gesund, Wärme steigt nach oben und so weiter. Und der Herr Keul hatte uns da aber am Anfang schon irgendwie so überzeugend beraten, dass ich gesagt hatte, ja okay, ne, wenn der hat so viel Erfahrung damit, er sagt, das ist eine total angenehme Strahlungswärme, das verteilt sich. Ich habe ihm da einfach mal vertraut und muss sagen, alles richtig gemacht. Er hat gesagt, er wartet noch auf das Lob der Frau. Genau. Kannst du ihm jetzt persönlich aussprechen? Ja, stimmt. Mache ich hiermit. Wir sind sehr glücklich. Ja, auf jeden Fall. Ist wirklich cool. Und also man merkt, die Rohre sind natürlich schon, man merkt es schon, dass die warm sind, ne? Aber es ist irgendwie ganz faszinierend, dass diese Wärme irgendwie so im ganzen Raum ist und es ist einfach, man hört nichts, man sieht nichts, es ist einfach warm. Ja. Und heute merkt man es vor allem nochmal, ne? Die letzten Tage war es draußen auch relativ warm mit 16, 17 genau, Grad und Sonnenschein. Heute regnet es draußen, es sind wirklich nur 10 Grad und trotzdem hier ist es einfach angenehm. Und die Luftfeuchtigkeit liegt auch bei 50%, also ja, verrückt, das ist perfekt eigentlich. Ne? Ja. Und im nächsten Video?
Genau, zeigen wir euch nochmal genau, wie diese Wärmepumpe funktioniert und aussieht. Und insofern, wie das erklären könnte. Ja, gut, das Teil ist halt ein Computer, ne? Und der Herr Koll war, glaube ich, auch am Ende dann etwas ungeduldig mit der Auffassungsgabe von uns beiden, weil wir halt immer so, Moment, wie muss man jetzt da und wohin und bla bla. Ich habe mich echt sehr blond gefühlt. Ja, ich mich auch. Du dich auch, obwohl du grau bist. Aber ja, wir haben es jetzt verstanden, zumindest so wie wir es verstehen müssen, um das bedienen zu können. Und wir zeigen euch auch das Außengerät und erklären euch einfach noch so ein paar Details, die euch vielleicht interessieren könnten. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und liked das Video und aktiviert das Glöckchen natürlich.